Egal ob auf TikTok, Instagram oder im Fernsehen, überall werden uns die perfekten Produkte präsentiert. Im Anschluss geht es dann auch in den Supermarkt oder in die Drogerie und der Einkaufswagen wird richtig vollgepackt. Doch was sind das eigentlich genau für Produkte, die wir da im Drogeriemarkt in unseren Einkaufskorb werfen? Häufig handelt es sich im Drogeriemarkt um sogenannte Kosmetikprodukte. Wir alle kaufen und verwenden sie. Doch nur wenige kennen sich mit Kosmetikprodukten wirklich aus. Das wollen wir heute ändern. Was ist also Kosmetik? Kosmetik gelten nur Substanzen, die dafür vorgesehen sind, äußerlich mit dem menschlichen Körper in Berührung zu kommen. Was bedeutet also mit den Haaren? Auf die Haut? Die Nägel, also Fuß- und Fingernägel? Oder auf Zähne und die Mundschleimhäute. Kosmetikprodukte werden häufig im Labor chemisch hergestellt. Sie werden dabei von Wissenschaftlern und WissenschaftlerInnen für eine bestimmte Anwendung entwickelt. Ihre Aufgabe ist es dann beispielsweise, den Körpergeruch zu beeinflussen. Klassischerweise werden hierfür Deos eingesetzt. Eine weitere Aufgabe ist es zu reinigen. Diese Aufgabe wird beispielsweise von Seifen erfüllt. Eine weitere Wirkung ist die Schutzwirkung, wie beispielsweise bei Sonnencremes. Dabei soll die Kosmetik vor UV-Strahlen schützen. Auch sollen Kosmetikprodukte das Aussehen verändern. Mascara, Lippenstift und Co. tun das. Als letzten Punkt können Kosmetikprodukte auch den Körper parfümieren. Das klassische Beispiel hierfür sind Parfums. Des Weiteren können Kosmetikprodukte in zwei Überkategorien eingeteilt werden. Zum einen die pflegende Kosmetik. Ein Beispiel hierfür wäre die Gesichtscreme. Des Weiteren die dekorative Kosmetik. Hierfür wäre der Lippenstift ein Beispiel. Produkte zur Injektion, wie beispielsweise Botox, zur Inhalation, zur Einnahme oder auch Insektenschutzmittel, die auf die Haut aufgetragen werden, zählen ausdrücklich nicht zu Kosmetik. Doch was passiert eigentlich damit, wenn wir sie verwendet haben? Angenommen, du verwendest ein Peeling, trägst dieses auf dein Gesicht auf und massierst es ein. Im Anschluss wird es mit Wasser abgewaschen und verschwindet im Abfluss. Nicht alle Partikel deines Peelings können in der Kläranlage herausgefiltert werden. Bestimmte Substanzen gelangen daher in die Meere, ähnlich wie Plastik, wie beispielsweise deine Peeling-Verpackung. Diese Substanzen, welche in unseren Naturkreislauf gelangen, stellen ein ziemlich großes Problem dar, denn sie können nicht abgebaut werden und verweilen daher in unserer Natur für immer. Daher ist es ganz wichtig, herauszufinden, welche Inhaltsstoffe in unseren Kosmetikprodukten enthalten sind. Um verstehen zu können, was drinsteckt, müssen wir erstmal anschauen, was steht drauf. Hierfür gibt es ganz klare Vorgaben, wie beispielsweise der Produktname und die Produktbezeichnung, aber auch sämtliche Inhaltsstoffe. Diese Angaben unterliegen strengen Gesetzen und sind europaweit identisch. Angenommen, ein Unternehmen möchte ein neuartiges Kosmetikprodukt auf den Markt bringen. Zunächst haben sie eine Idee und entwickeln diese. Im Anschluss wird das Produkt dermatologisch getestet, also auf die Verträglichkeit überprüft. Ist dies der Fall und das Produkt hält sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen, darf es verkauft werden. Für die Kontrolle werden direkt vom Einzelhandel Produkte gekauft und von Experten überprüft. Diese entscheiden dann, ob das Produkt vom Markt genommen werden muss, wenn schädliche Substanzen enthalten sind. Schauen wir uns doch mal die getesteten Inhaltsstoffe genauer an. Inhaltsstoffe können in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Zum einen die Grundstoffe, diese bilden die Basis. Eine weitere Kategorie sind die Wirkstoffe. Diese sind maßgeblich für die Wirkung des Produktes verantwortlich. Beispielsweise soll die Creme Feuchtigkeit spenden. Zusatzstoffe unterstützen dagegen das Produkt. Als Beispiel sind hierfür pH-Regulatoren aufzuführen. Als letzte Kategorie gelten die Hilfsstoffe. Sie beeinflussen das Aussehen und beispielsweise die Trübung eines Produktes oder auch die Schaumstabilität bei einem Shampoo. Wie vorhin bereits erwähnt, können Inhaltsstoffe sowohl natürlichen Ursprungs als auch chemischen Ursprungs sein.
möchte man nun eine Aussage über die Inhaltsstoffe und somit eine Aussage über die Qualität des Produktes treffen, muss jeder einzelne Inhaltsstoff analysiert werden. Wie man sich vorstellen kann, frisst dies aber unglaublich viel Zeit. Denn allein in Europa sind über 30.000 verschiedene Inhaltsstoffe zugelassen. Es stellt sich also die Frage, wie geht's schneller? Die App CodeCheck liefert eine schnelle und einfache Lösung. Einfach die App auf dem Handy installieren. Im Anschluss kann ein beliebiges Produkt mit dem QR-Code bzw. Barcode, aber auch dem Produktnamen eingescannt werden. Die App liefert im Anschluss blitzschnell eine Bewertung. Über die Ampelfarben kann man direkt erkennen, welche Produkte als bedenklich eingestuft werden und welche als unbedenklich. Die App liefert aber noch viele weitere nützliche Informationen für deine Kaufentscheidung. Somit bleibt viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Denn eins ist klar, jedes Produkt zählt. Also mach auch du deinen Badezimmercheck und verbanne schlechte Produkte aus deinem Badezimmer und von deiner Einkaufsliste.